Ich darf Sie heute im Namen der Annas Schakfee Gemeinnützigen Privatstiftung zum Gespräch mit der Frau Dr. Feldner-Buszin, Zeitzeugin und Holocaust-Überlebende, willkommen heißen. Die Stiftung freut sich, für so eine wichtige Veranstaltung ihre Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Wir verstehen unser Haus als ein offenes Haus und wollen Raum für Dialog und gesellschaftlichen Diskurs schaffen. Die heutige Veranstaltung steht für uns ganz besonders unter dem Aspekt des Dialogs und der Förderung unseres demokratischen Selbstverständnisses. Und wir möchten auch diese Veranstaltung nutzen, um wiederholt entschieden unsere Ablehnung für Hass, Hetze und ganz besonders Antisemitismus nochmal klarzustellen. Besonders in der heutigen Zeit, in der es leider wieder salonfähig geworden ist, den vermeintlich anderen auszugrenzen, ist es umso wichtiger, bewusst zu machen, niemals vergessen zu dürfen. Und der Ausspruch, werdet den Anfängen, gewinnt mehr an Bedeutung denn je. Je länger die Katastrophe, die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts zurückliegt, desto mehr, besonders bei Jugendlichen, macht sich das Bewusstsein breit, das ist so lange her, was hat das eigentlich noch mit mir zu tun? Umfragen zufolge können 4 von 10 Jugendlichen nichts mehr mit den Begriffen Auschwitz oder Holocaust anfangen. Es ist ein Faktum der Zeit, dass es immer weniger Zeitzeugen gibt. Umso mehr ist es heute ein Privileg, so eine Veranstaltung wie heute beiwohnen zu dürfen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und darf nun das Wort an Frau Dr. Feldner-Buszin weitergeben. Zuerst noch, Entschuldigung, die Frau Bundesvorsitzende der muslimischen Jugend Österreich, Frau Canan Yasha, bitte. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Mühlerinnen und Mühler, ich begrüße euch herzlich zu dieser ganz besonderen Veranstaltung. Assalamu alaikum. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Es freut mich sehr, heute einen sehr besonderen Gast unter uns begrüßen zu dürfen. Frau Dr. Helga Feldner-Buszin. Ich bin gerührt und dankbar, dass wir die heutige Veranstaltung wirklich erleben dürfen. Ihre Anwesenheit, Frau Dr. Feldner-Buszin, hier ist keine Selbstverständlichkeit und ich danke Ihnen aus tiefstem Herzen. Ich möchte euch kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Wie ihr wisst, haben wir heuer diesen Schwerpunkt Musliminnen gegen Antisemitismus und im Dezember 2017 war ich auf einer Veranstaltung, bei der Frau Dr. Feldner-Buszin als Zeitzeugin für ihr Engagement ausgezeichnet wurde. Als ich hörte, wie viele Schulen sie trotz ihres Alters besucht, nur um möglichst viele Kinder und Jugendliche zu erreichen und von ihren Erfahrungen zu erzählen, ihnen zu erklären, wozu Hass und Hetze führen kann, hat mich sehr berührt. Ich erinnerte mich daran, wie oft ich mir gewünscht habe, wie viele andere in meiner Klasse, im direkten Gespräch mit den Großeltern nachfragen zu dürfen. Aber wie viele andere hier in diesem Raum hatte ich diese Möglichkeit nicht. Viele junge Musliminnen sind die zweite Generation in Österreich. Ich dachte mir, wie besonders wäre es, wenn wir eine solche Gelegenheit hätten, die damaligen Geschehnisse von einer Überlebenden des Nationalsozialismus persönlich zu hören und zu erfahren. So fasste ich gleich an diesem Tag, dem Tag unserer ersten Begegnung, meinen gesamten Mut und beschloss, Frau Dr. Feldner-Buszin persönlich anzusprechen und einzuladen. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich entschlossen, aber doch schüchtern die ersten Schritte Richtung ihrer Richtung nachgegangen bin. Und noch bevor ich bei ihr war, lächelte sie in meine Richtung und ging auf mich zu. Und noch bevor ich überhaupt ein Wort gesagt habe, öffnete sie ihre Arme und fragte mich, behandelt man euch gut? Mit dieser Frage hatte ich nicht gerechnet. Ich war wirklich getroffen.
Und für einen Augenblick schwieg ich. Es war ein Moment für mich, der so viel bedeutete und so viel Unausgesprochenes aussagte. Nach einem kurzen Gespräch hat sich Frau Dr. Feldner-Bustin auch bereit erklärt, uns zu besuchen. Ich freue mich sehr über diese Möglichkeit für uns alle. Wir fühlen uns sehr geehrt, Sie heute als unseren Gast begrüßen zu dürfen. Denn persönliche Gespräche haben nochmal eine ganz andere Wirkung und Bedeutung. Frau Dr. Helga Feldner-Bustin hat mit ihren jungen Jahren den Nationalsozialismus überlebt. Eine Zeit, in der Menschen aufgrund ihrer Religion, ihrer Ethnie grausam und systematisch ermordet wurden. Das sind mögliche Folgen, die entstehen können, wenn über Jahrzehnte lang Menschen als Feindbild dargestellt werden. Diese Erinnerung an jene grausame Zeit ist von hoher Bedeutung. Wir dürfen niemals vergessen, zu was Menschen fähig waren, auch hier in Österreich. Die Gedenkarbeit, die Frau Dr. Bustin leistet, ist immens wichtig und unersetzlich. Sicherlich ist sie auch mit viel Anstrengung verbunden. Ich danke Ihnen für Ihre Warmherzigkeit seit unserem ersten Kontakt, für Ihren heutigen Besuch, aber auch für diese so wertvolle Arbeit, die Sie unermüdlich leisten. Damit möchte ich meine Einleitungsworte beenden und das Wort Ihnen und unserem Moderator, Herr Magister Karim Saad, überlassen. Danke vielmals. Ich möchte das Gespräch mit einer Zeitreise beginnen, weil, wie Sie ja jetzt schon gehört haben, die meisten haben eben keine direkte Verbindung zu europäischen Vorfahren. Ich habe das Privileg österreichischer Großeltern und ich habe sehr, sehr viel über den Krieg gehört, aus erster Nähe. Das Problem ist nämlich auch, diese neue Generation lebt in einer völlig anderen Zeit. Globalisierung, Digitalisierung und vor allem Friede. Mich würde interessieren, Sie sind circa ein Jahrzehnt nach Ende des Ersten Weltkriegs zur Welt gekommen. Könnten Sie uns vielleicht ein bisschen zurücknehmen in diese frühe Kindheit, der Anfang der 30er, und ein bisschen erzählen, wie die Welt damals war? Anfang der 30er Jahre war ich ja ein, zwei Jahre alt. Also habe ich keine echte Erinnerung, aber ich weiß natürlich aus den Erzählungen, wie es damals war. Es war sehr schlecht in Österreich in den 30er Jahren. Es war eine immense Arbeitslosigkeit und die soziale Schere hat noch viel mehr geklafft als jetzt, obwohl sie genug klafft. Und es waren wahnsinnig viele Arme und Arbeitslose und die Errungenschaften der Ende 20er Jahre, wo eine ganze Menge von sozialem Fortschritt da war, der wurde einfach gekappt, so ähnlich, ihr wisst eh schon, wie es jetzt wird. Nicht die Ärmeren sind noch ärmer geworden und die Reicheren sind noch reicher geworden. Es waren natürlich unter den Reichen auch viele reiche Juden, aber auch sehr viele arme Juden. Meine Familie war unterster Mittelstand. Ich komme aus einer gemischten Familie. Meine Mutter war aus einer armen, aber vielleicht nicht ganz uneingebildeten evangelischen Offiziersfamilie und hat lange Zeit nicht gewusst, dass ihre Mutter und die ganze Familie ihrer Mutter alle schon bei der Geburt getauft, dass die aber ursprünglich Juden waren. Mein Vater war ein jüdischer Arzt aus Brünn, das hat ja damals zu Österreich gehört, hat sich als Österreicher gefühlt. Und sie haben geheiratet und haben beide kein Geld gehabt. Er hat verdient, er hat mehrere Jobs gehabt. Also er war Polizeiarzt und im Invalidenamt Arzt und hat eine sehr große Armenpraxis gehabt. Und wir haben sehr bescheiden gelebt. In einem großen Gemeindebau in Margareten. Wir haben kein Auto gehabt, wir haben nicht einmal ein Badezimmer gehabt, aber wir waren eigentlich, also ich zumindest war zufrieden, denn ich war lange Zeit das einzige Kind. Und wie das schon in jüdischen Familien ist, haben meine Eltern größten Wert darauf gelegt, dass ich lerne, was möglich ist. Also ich weiß nicht, Klavierstunden und Gymnastikstunden und Tanzstunden und Englischstunden, dafür haben sie Geld gehabt. Aber wir haben,
zweimal in der Woche Fleisch gegessen. Und, aber es hat mir eigentlich nichts gefehlt. Es war ein gutes Elternhaus. Und ich war dann im 10. Bezirk, im Park mit den Kindern. Und es war eigentlich kein großer Unterschied zwischen mir und den anderen Kindern, die dort gespielt haben. Und im Haus, in diesem Gemeindebau, da war schon ein gewisser Unterschied, waren viele Leute arbeitslos. Ich erinnere mich da an eine Familie mit 5 Kindern. Der Vater hat gesoffen und war arbeitslos. Und die Mutter ist in die Häuser gegangen und hat die Wäsche gewaschen. Es hat ja keine Waschmaschinen damals gegeben. Das ist so ein bisschen ein Hintergrund. Ich bin dann in die Volksschule gegangen, in die öffentliche Volksschule. Und in Margareten hat es ja nicht sehr viele Juden gegeben. Da waren nur 2 jüdische Kinder in der Klasse. Und das war eigentlich gar kein Unterschied. Wir waren da voll integriert und ich war eigentlich sehr zufrieden. Und da war dann die Frage wegen einem Religionsunterricht. Damals mussten alle Kinder in einen Religionsunterricht gehen und wir waren halt 2-mal in der Woche Nachmittag in einem jüdischen Religionsunterricht und während dann die Klasse sich geteilt hat in die evangelischen und katholischen Schüler, war die Frage, was macht man mit den 2 Mädeln? Und hat der Katechet gesagt, die können da bleiben, wenn sie es nicht stören. Und so habe ich die katholische und die jüdische Version vom Alten Testament gehört. Und es war eigentlich nichts Besonderes. Ebenso war das in meiner Familie. Wir haben also die christlichen und die jüdischen Feiertage gefeiert. Wir waren alle überhaupt nicht fromm. Nicht? Und meine Mutter hat auf Weihnachten Wert gelegt, mein Vater auf Pessach und Purim. Also es war Chanukka, also es war irgendwie so, dass meine Erinnerung an diese Zeit durchaus positiv war. Wobei, also wie die Unruhen waren, hat uns ja der Vater sofort nach Brünn zu seinen Verwandten exportiert. Also wir haben nichts mitgekriegt von den Unruhen her. Genau, da würde ich gerne ein bisschen einspringen, um das auch zeitlich ein bisschen zu verorten. Also wir sprechen jetzt gerade vom Jahr 1936, 1937, das heißt ein Jahr vom Anschluss. Das heißt, eigentlich noch bis so kurz vor dem Anschluss, sagen Sie, war die Stimmung eigentlich normal. Also beziehungsweise ist es Ihnen jetzt als Kind nicht direkt aufgefallen? Für ein Kind war die Stimmung normal, für die Erwachsenen glaube ich nicht. Aber es sind ja Juden aus Deutschland, das weiß ich jetzt retrospektiv, es sind Juden aus Deutschland gekommen und haben erzählt, wie dort die Juden behandelt worden sind. Aber irgendwie hat man das so abgetan, wie der Mensch schon so ist, was er nicht hören will, hört er nicht. So schätze ich meine Eltern ein, bis zum Jahr 38. Da hat sich alles gewendet. Nicht? Genau, und wir haben ja in wenigen Tagen jährt sich ja dieses schreckliche Ereignis. Kann man vielleicht auf diese Zeit jetzt konkret 37, 38 eingehen? Wie schlagartig hat sich da die Stimmung dann verändert, wo auch Sie sagen, als Kind, Sie haben da mitbekommen, da passiert jetzt etwas Großes? Na, ich habe schon bemerkt, dass da was nicht stimmt. Wir sind da beim Radio gesessen, wie der Schuschnigg, da war der damalige Bundeskanzler, dann gesagt hat, Gott schütze Österreich. Und meine Eltern haben angefangen zu weinen. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber ich habe gesehen, das ist nichts Gutes. Und dann ein paar Tage später bin ich in die Schule gegangen, ahnungslos. Und da ist plötzlich der Direktor gekommen und hat schon ein großes Parteiabzeichen getragen. Und hat gesagt, die Pollack und die Kammermann sollen herauskommen. Ja, ahnungslos sind wir 2 herausgekommen. Und er sagt, ihr müsst sofort die Schule verlassen. Wir können hier keine Juden dulden. Na, wir haben angefangen zu weinen. Der Lehrerin hat das gar nicht gepasst. Sie hat uns getröstet, aber es ist nichts anderes übrig geblieben, als halt heulend nach Hause zu gehen. Und das war also sozusagen meine erste Konfrontation.
Und sie hat so weh getan, dass ich das halt noch irgendwie nicht ganz verwunden habe. Dieser ganz plötzliche Wandel von normal dem Kind integriert in die Klasse und plötzlich bin ich was Schlechteres, was Minderwertiges. Und das ist der Grund, weswegen ich in die Schule gehe, weil das soll keinem Kind mehr passieren. Egal, ob es wegen einer Religion ist oder weil ein Mädel ein Kopftuch auf hat oder was, oder eine schwarze Haut, was auch immer, sollte sowas einem Kind nicht passieren. Hat man sich eigentlich als Kind auch überlegt, diese fehlende Zivilcourage, also warum macht denn keiner etwas? War einem das als Kind irgendwie bewusst, dass man, wenn man zu zweit hinausgeht, die Lehrerin weint noch, aber tun tut keiner etwas? Ich war damals 9 Jahre alt, ich war nicht wirklich urteilskräftig. Was ich aber erfasst habe, war natürlich die allgemeine Stimmung. Wir haben kein Geld gehabt zum Auswandern und mein Vater war ja völlig verblendet, ist von der Polizei pensioniert worden, hat aber weiter eine Praxis nur für Juden gehabt. Wir mussten aus dem Gemeindebau ausziehen und da sind wir zu einem anderen jüdischen Arzt gezogen, der musste uns eine halbe Wohnung geben. Aber er hat das als nicht so arg empfunden und hat schon gesagt, mir wird nichts passieren, ich war im Ersten Weltkrieg, ich habe meine Auszeichnungen. Kurzum, er hat die Situation falsch eingeschätzt. Und ich war dann auch ganz zufrieden, da hat es eine Judenschule gegeben, die war sehr gut geführt worden. Und ja, und im Jahr 1938 war es auch noch nicht so arg, denn wir waren im 5. Bezirk und auch die zweite Wohnung war dann im 4. Bezirk. Da hat man das nicht gesehen, was sich in den Bezirken abspielt, wo sehr viele Juden waren, also vor allem im 2. 20., also in dieser Gegend. Nicht? Also, aber dann sind bittere Tage gekommen, wie sie meinen Vater abgeholt haben und nach Buchenwald geschickt. Und das war schon so sehr, da habe ich schon gewusst, das ist nicht gut. Ich habe da eine kleine Schwester gehabt, die war erst 2 Jahre, die ist im Jahr 36 auf die Welt gekommen. Die hat das alles nicht mitgekriegt und die hat eine furchtbare Kindheit gehabt. Und da hat man dann so gesehen, so langsam geht's bergab. Ich muss das noch erzählen, weil das so grotesk ist. Man hat Leute aus Buchenwald nur herausgekriegt, wenn man eine Schiffskarte oder ein Visum und eine Ausreise irgendwohin gehabt hat. Niemand hat aber die Juden wollen. Nicht? Also, es hat nur 2 Länder gegeben, die die Juden damals aufgenommen haben, 1938, 1939, das war Kuba und Shanghai. Und meine Mutter hat immer Schiffskarten gekauft nach Shanghai. Wir waren schon ganz ausgeblutet, haben schon oft nichts mehr besessen. Sie hat alles verkauft. Der Vater ist nicht zurückgekommen, sie hat die Schiffskarten zurückgegeben. Und da war immer eine sehr hohe Stornogebühr. Und ja, wir waren dann schon sehr arm. Inzwischen mussten wir noch in die nächste Wohnung ziehen. Ich kürze das ab im Ganzen, bis wir dann nach Theresienstadt gekommen sind, waren wir in 7 Wohnungen. Und das hat sich alles 1939 abgespielt? Nein, 39 bis 43. Bis 43. 39 bis 43. Endlich ist er im Sommer 39 zurückgekommen und so jung ich war, so eindrucksvoll war das, die Änderung in seiner Person. Er war immer eher klein, ganz zart, dunkelhaarig, hat überhaupt nicht jüdisch ausgeschaut, hat ein bisschen gebömmelt und er war irgendwie unauffällig und er war ein Wrack. Nach 9 Monaten Buchenwald.
Er hat gezittert, er hat geweint. Er war nur 2 Tage nur in Wien. Und dann haben wir ihn zur Bahn gebracht. Und ich erinnere mich da an diese tränenreiche Szene. Und er ist nach Genua gefahren mit der Schiffskarte. Mit der Ausreise musste man eine enorme Bürokratie war notwendig. Reichsfluchtsteuer, er durfte nur 10 Reichsmark mitnehmen. Also sie haben die Juden damals schon sehr gequält. Und warum haben sie das getan? Sie wollten auf das Vermögen zugreifen und das haben sie auch. Wovon haben sie denn die Autobahn und alles finanziert? Es war das Vermögen von den Juden, nicht? Ja, wie ist das dann weitergegangen? Er ist nach Genua gekommen. Und da musste er feststellen, dass wir einem Betrüger aufgesessen waren und dass es Schiff nicht gegeben hat. Es hat es auch gegeben. Na, es ist in Italien picken geblieben. Nun waren die Italiener nicht so wie die Deutschen. Die haben eher, denen war diese Grausamkeit und was die Deutschen und Österreicher mit den Juden gemacht haben, das war irgendwie nicht in ihrer Struktur. Und so konnte er dort bleiben. Inzwischen ist es mit uns schon dramatisch bergab gegangen. Eine Wohnung nach der anderen. Ich war dann sehr wenig in der Schule. Ich war dann in der 4. Klasse noch in dieser Judenschule. Und dann hat es etwas gegeben, was sehr gut geführt war, wie das ehemalige Kreisgymnasium in der Kastelitzgasse. Es hat aber anders geheißen, irgendwie Kurse für jüdische Kinder. Und dann war ich noch in der 1. und in einem Großteil der 2. Klasse. Dann hat es keine Schulden mehr gegeben. Ich habe dann noch ein bisschen Unterricht genommen von alten Professoren. Und dann habe ich nur mehr gelesen, gelesen, gelesen. Es war bitter. Inzwischen haben wir, ich weiß nicht, in welcher Wohnung wir da gewohnt haben. Und es war eine sehr, sehr schlechte Stimmung in der Familie. Nicht meine Mutter hat sich die Füße ausgerannt, dass sie schaut, dass sie uns versorgt, kein Geld. Ich habe, wie sie gestorben ist, sie hat nie was weggeschmissen, habe ich die Versatzzettel gefunden. Das hat sie immer so irgendwelche Kristallgegenstände oder Silberlöffeln gehabt, jetzt ins Versatzamt getragen und dann, bis sie das Geld gekriegt hat, hat sie sie wieder ausgelöst. Das sind so unvergessliche Erinnerungen. Sie waren ja dann schon mittlerweile 10, 11 Jahre alt. Ja, ja. An was hält sich da ein Kind? Also mit allen Schrecklichkeiten, die da jeden Tag passieren. Dann habe ich schon langsam verstanden, um was es geht. Okay. Da habe ich es verstanden, ich habe sehr viel gelesen gehabt. War sehr interessiert und dann die Schulkinder, wenn welche da sind hier, möchte ich sagen, seid froh, dass ihr in die Schule gehen dürft. Mir hat die Schule so gefehlt. Und man war ja dann auch vereinsamt. Ich habe dann noch eine Freundin gehabt, die war ein Mischling. Aber sonst, wie ich das letzte Mal dann das letzte Semester in dieser Schule war, ja, da ist ja dauernd war ein Kind weg. Und wenn ein Kind nicht da war, 3, 4 Tage, hat es nicht geschwänzt oder war krank, sondern war in Polen. Denn damals haben schon die ersten Transporte nach Polen und nach Riga, glaube ich, ich weiß nicht, noch irgendwo hin, begonnen. Und da ist nie einer zurückgekommen. Die sind alle umgekommen. Von diesen Kindern, die neben mir gesessen sind oder vor mir oder hinter mir, hat man nie mehr wieder etwas gehört. Dann zum Schluss waren nur mehr diese Kinder, die so wie ich irgendwie gemischt waren. Und plötzlich ist man ein Untermensch und hat böses Blut. Ja, also das war überall, ist überall gehängt. Juden werden hier nicht bedient, Juden unerwünscht, Juden und Hunde unerwünscht. Anfangs durfte man noch auf der hinteren Plattform mit der Straßenbahn fahren.
da sehen Sie, wie wir eingeteilt worden sind. Nicht? Also meine Mutter war ein Mischling ersten Grades und ich war da unter Juden, so wie ein Mischling zweiten Grades. Das alles, eigentlich haben das ja nicht die Nazis erfunden, sondern es ist aus Amerika gekommen mit der Segregation. Aber wenn man dann der Betroffene ist, ist das schon irgendwie, so kommt man sich so vor, was bin ich? Was ist jetzt meine Identität, nicht? Und es war dann überall, Juden haben schlechtes Blut. Es ist eine, wenn sich Christ und Jude irgendwie vermischt hat, ist das Rassenschande, Blutschande. Also das war schon, das habe ich mitgekriegt. Vielleicht ganz kurz noch zur Wohnsituation, weil Sie gesagt haben, in dieser kurzen Zeit sind Sie doch 6-7 Mal umgezogen und in dem Haus haben ja nicht jetzt nur Juden und Jüdinnen gelebt. Wie war dieses Zusammenleben mit den anderen Menschen? War man da einen tagtäglichen... Na, furchtbar. Also es war ja so, man ist ja nicht übersiedelt worden, so von nichts. Also zum Beispiel, wobei ich also eines immer erzähle, von den Leuten, die uns geholfen haben. Denn die hat es sehr wohl gegeben. Zum Beispiel sind wir, da haben wir im ersten Bezirk gewohnt, in einer, ich glaube, 3-Zimmer-Wohnung. Eigentlich eine schöne Wohnung, aber nicht für so viele Leute. Einer hat in der Badewanne geschlafen und es war nur ein Klo und eine Küche, also das war für so viele Leute unmöglich. Und da sind wir nach Haus gekommen. Meine Mutter hatte meine Schwester im Kinderwagen geführt. Ich erinnere mich genau an die Szene. Und ich war mit ihr dort und unten ist die Hausmeisterin gestanden und hat gesagt, Frau Boller, gehen Sie nicht heraus. Bei Ihnen wird ausgehoben. Das ist so ein Spezialausdruck gewesen, wenn man die Leute geholt hat, ins Sammellager geführt und dann... Damals waren noch Polen, nach Polen transportiert. Also sind wir dort nicht hingegangen, sind wir weggegangen. Es ist die Frage gestellt, wo gehen wir hin? Zum Großvater haben wir uns nicht getraut, denn dort hätten wir uns ja gleich gesucht. Der Großvater war sehr anständig und hat sich sehr um uns gekümmert. Und da ist meine Mutter zu einer Freundin gegangen und die hat uns 2 Tage dort schlafen lassen und hat uns auch verpflegt und das muss man hoch anrechnen, das ist ganz was anderes, als wenn jetzt jemand einem Flüchtling hilft, weil das war absolute Lebensgefahr für die Frau, das war ganz, ganz verboten. Und dann haben wir uns gemeldet und sind bei die nächste Wohnung und da war das wieder so. Und inzwischen waren wir auch einmal im Sammellager und da hat uns der Großvater herausgeholt. Also es war schon eine sehr, sehr harte Zeit, insbesondere wenn man kein Geld gehabt hat. Also schon. Und dann ist das gekommen. Moment, wo habe ich ihn da? Irgendwo. Da ist er. Das da. Das habe ich in der Seele verabscheut. Das mussten wir tragen. Fest angenäht und wer es nicht getragen hat und da erwischt worden ist, schon ab ins nächste KZ. Also meine Mutter hat es gelegentlich abgelegt, die war so eine blauäugige Blondine und hat das auch wahrscheinlich sehr gekonnt gemacht, aber bei mir hat sie das nicht erlaubt. Also man ist immer angestänkert worden. Und das die Kinder, Jud, Jud, spuck in Hut, sagt der Mutter, das ist gut, und solche Redensarten. Juda verrecke im eigenen Drecke. Und ich muss sagen, ist für Kinder sehr schmerzlich. Naja, wie ist es dann weitergegangen? Und da teilt sich die Story in 2 Teile, also eines mein Vaters, andere wir.
ich erzähle es einmal, wie es meiner Mutter und mir gegangen ist. Also, es ist uns immer schlechter gegangen. Es ist, muss ich sagen, aber auch den anderen schlechter gegangen. Nur haben wir das nicht so wahrgenommen, denn inzwischen war ja Krieg und Verdunkelung und Lebensmittelkarten. Wir haben Lebensmittelkarten gehabt, wo ein großes rotes J drauf gestempelt war. Und wir haben sehr wenig zu essen gehabt. Im Schleichhandel hat man natürlich alles gekriegt, aber wir haben kein Geld für den Schleichhandel gehabt und hätten uns das auch nicht getraut. Und da waren nur gewisse Geschäfte, 2-3 Stunden Nachmittag für Juden offen. Und da hat man eigentlich Erdäpfel und Kohlrüben und was es so gegeben hat, kaum einmal auf Fleisch. Also Margarine, wir haben schlecht gegessen, aber wir haben nicht gehungert. Das ist erst später gekommen. Wir haben auch kaum die Möglichkeit gehabt, weiß ich, ein paar Schuhe zu kaufen oder irgendwas. Wir haben einfach kein Geld gehabt und da musste man für alles Bezugsscheine haben. Es war eine sehr ungute Zeit, so am Anfang vom Krieg. Da war aber noch so diese ganze Siegesstimmung, nicht? Bis 1942, bis Stalingrad, also vorher. Blitzkrieg da, Blitzkrieg dort und Fahnen überall und man hat nicht dazugehört. Naja, also ich meine, es war insbesondere für eine Jugendliche, 13, 14 Jahre alt, nicht? Ich habe versucht, meine Mutter konnte nicht arbeiten gehen mit meiner kleinen Schwester, nicht? Und dann haben wir eine Heimarbeit gefunden. Und ich habe auch eine Arbeit gefunden bei einem sehr anständigen Mann. Da habe einen Emailleur, der hat solche Winterhilfsabzeichen und so gemacht. Der hat mich sehr gut behandelt. War ein alter Sozialist und das muss ich auch erzählen. Er hat sich vor seiner Familie gefürchtet. Sie können sich nicht vorstellen, wie da die Leute waren, wie sie verhetzt waren. Er hat so ein paar sogenannte Mischlingsfrauen und mich beschäftigt. Das waren Frauen aus sogenannten Mischehen mit christlichen Männern. Und die waren geschützt, unter Anführungszeichen, und die haben bei ihm gearbeitet. Und er hat uns sehr gut behandelt. Ich erinnere mich noch, wie er zu mir gesagt hat, Helga, hast du einen Hunger? Und ich habe natürlich immer einen Hunger gehabt, aber der Horst hat er mir sein Gabelfrühstück gegeben, sein Kaffee und sein Schmalzbrot und ich war beglückt. Aber warum erzähle ich das? Wenn seine Familie hereingekommen ist, seine Frau mit dem Parteiabzeichen und die Kinder in Uniform von der Hitlerjugend, ist er so klein geworden und wir sind so klein geworden, sie haben nicht gegrüßt. Er hat sich gefürchtet, dass ihn seine Kinder anzeigen, dass er seine Juden so gut behandelt. Das ist nur so ein Ausschnitt. Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können, wie das war, diese in der Stimmung. Dann hat uns aber nichts mehr geholfen. Wir mussten nach Theresienstadt. Und mein Großvater hat uns also zweimal aus den Sammellagern herausgeholt, aber das dritte Mal ist es nicht mehr gegangen. Und da war noch die Komplikation, dass meine kleine Schwester im Infektionsspital mit Scharlach war. Das erzähle ich deswegen, weil man muss sich vorstellen, wie die Leute damals waren. Sie war damals 5 oder 6 Jahre alt, schwer krank, keine ordentliche Behandlung. Es waren dort geistliche Schwestern, die waren ganz anständig zu ihr. Und da ist ein Arzt gekommen, das erzählt sie immer, das ist ihr großes Trauma. Und der hat gesagt, Judenfratz machen Mund auf und sie hat nicht. Daraufhin gibt er einem schwer kranken Kind aber ganz starke Watschen. Das muss auch eine Art Arzt gewesen sein. Ich weiß nicht, wie man das kann. Nicht? Also dann, also endlich ist meine Schwester aus dem Spital gekommen und dann sind wir nach Theresienstadt gefahren. Die Parallelgeschichte ist von meinem Vater.
Der war also ganz happy in Italien, hat so kleine Jobs gehabt, hat Italienisch gelernt. Und dann also haben die Deutschen den Mussolini furchtbar sekiert wegen der Juden. Und da hat die Juden auch in Lager gebracht. Aber das war nicht so wie in Deutschland und in Österreich. Ich war dann nach dem Krieg einmal dort, wo mein Vater war, haben sie mich eingeladen. Das war in einem großen Schloss und da waren die Juden im Dienstbotentrakt mit einem großen Garten und die Leute haben sie sehr gut behandelt, nicht? Also er war dort ganz happy. Und dann aber ist es auch meinem Vater an den Kragen gegangen. Dann sind ja die Italiener ausgestiegen aus dem Krieg und die Deutschen haben diesen Teil von Italien, wo das Lager war, besetzt. Und das Erste, was sie getan haben, war, dass sie die Juden wegverschickt haben. Und da war mein Vater dabei natürlich. Und er war da in einem Transport von 200 also nach Auschwitz gefahren. Und es haben da zwei überlebt. Dass einer von den zwei war, ist ein Glück, das ich mir bis heute nicht erklären kann. Als Sie nach Theresienstadt gekommen sind, können Sie sich erinnern, als Sie dieses Lager betreten haben? Was waren Ihre ersten Gefühle, was das ist? Na, Angst. Wir haben ja nicht gewusst, was das ist. Nicht? Also eines muss ich aber sagen, von uns hat keiner gewusst, was Auschwitz ist. Und von uns hat keiner gewusst, was in Polen passiert. Da haben sie also die nicht beteiligte Zivilbevölkerung und die jüdische Bevölkerung schon ganz im Unklaren gelassen. Ich habe das also nicht gewusst. Wir haben das alles nicht gewusst. Nicht? Naja, das war arg, aber sagen wir, Theresienstadt war kein Vernichtungslager. Nicht? Vielleicht ist man da ganz kurz, da bin ich nicht sicher, ob alle das ganz genau den Unterschied verstehen zwischen den verschiedenen Kategorien der Lager. Vielleicht kannst du das ganz kurz ausführen. Ja, es hat also 5 Lager gegeben. Das weiß ich, Chelma und Majdanek und Sobibor. Da ist man hingekommen, sofort umgebracht worden. Und da hat nur ein gewisser Anteil von Leuten, die das Ganze betrieben haben, überlebt. Aber da war so, da war keine Selektion. Dann hat es Lager gegeben, dann hat es Auschwitz gegeben. Das war das größte Vernichtungslager. Aber da haben sie die Leute selektioniert, haben geschaut, wer ist arbeitsfähig, wer nicht. Alle Kinder, fast alle Kinder sind umgekommen, außer Zwillingen, da sind große Menschenversuche gemacht worden. Und junge Frauen, da sind auch Menschenversuche gemacht worden und Arbeitsfähige, die Mama gesehen hat, weiß ich, so wie der Herr, nicht? Der ist zur Schwerarbeit eingeteilt worden. Und dann natürlich haben sie auch Menschen gehabt, die, weiß ich, die abgeschnittenen Haare sortiert haben, die Goldzähne gezogen haben. Das, wer je in Auschwitz war, ich war dann nach dem Krieg einmal und habe mir es angeschaut, das ist so grauenhaft, diese Sammlung von Kinderschuhen und von Zähnen. Und aus der Haut haben sie Lampenschirme gemacht. Also das ist von einer Unmenschlichkeit, die man heute ja fast nicht mehr nachvollziehen kann. Nicht? Was gibt einem da eigentlich Halt in dieser Zeit? Wissen Sie, wir haben so gehungert und so gefroren und das Ungeziefer hat ihnen so gefressen in Theresienstadt und wir haben so schwer arbeiten müssen, dass man nicht so. Und auch speziell, wenn man 14, 15 Jahre alt ist, nicht? Da empfindet man das anders. Ich,
Später habe ich natürlich mit meiner Mutter darüber gesprochen. Sie hat sich natürlich extrem gefürchtet, aber hat auch nicht gewusst, was am Ende von den Transporten von Theresienstadt passiert. Denn Theresienstadt war zweierlei. Einerseits war es ein Lager für Leute, die nicht, die durch ihren Status als Mischling oder so nicht prädestiniert waren, in ein Vernichtungslager zu kommen. Andererseits war es ein Durchgangslager in die Vernichtungslager. Also zum Beispiel die ganze Familie von meinem Vater aus, die haben in Tschechien gewohnt, nicht, ist nach Theresienstadt gekommen. Ich habe das erst nachher gewusst, meine Großmutter, Gott sei Dank, ist dort gestorben. Aber seine Geschwister, sein Neffe, Schwäger, Schwägerinnen, die sind alle dann direkt nach Auschwitz gefahren und da hat keiner überlebt, nicht? Das muss man sich vorstellen. Es ist so, wenn man so alt ist wie ich, hat man das natürlich schon verarbeitet und auch versucht. Ich habe nicht versucht, das zu vergessen, aber ich habe dann ein langes Leben gehabt, mit nicht unbewegt, und da habe ich nicht mehr so viel dran gedacht. Nicht? Aber jetzt, wenn ich mich so erinnere, ist das grauenhaft, dass nur mein Vater, meine Mutter, meine Schwester und ich überlebt haben. Und alles, was so auf der Seite war von den Juden, ist alles, fast alles umgekommen. Wie darf man sich da eigentlich den Alltag vorstellen in dieser Zeit, also in dem Lager? Im Lager, ja. War das eine Routine jeden Tag? Ja. Also wie wir gekommen sind, da ich würde jetzt gern diesen Stadtplan von Theresienstadt zeigen, den haben wir schon gehabt. Denn Theresienstadt war eine Festung von der Maria Theresia mit einer dicken Stadtmauer, in der solche Höhlen waren. Und das ist die Garnisonsstadt. Das ist die Luftaufnahme, aber das sieht man rundherum, nicht? Die Stadtmauer. Und da oben die kleine Festung, dort hat die SS gewohnt. Das Lager hat eine Selbstverwaltung gehabt. Und da gibt es noch so ein Schema. Ja, das da. Nicht? Da sieht man dieses Schema. Und auf den Ecken sind die großen Kasernen. Und zuerst haben wir in so einer Kaserne gewohnt. Und das war eine Kavalleriekaserne, da waren große Ställe. Und wir waren so in einem Saal, der war circa doppelt so groß wie dieser und höher. Und da waren solche Betten. So waren die Betten, so haben wir gewohnt. Auf Strohsäcken, die schrecklich gestochen haben. Und das Ungeziefer, ich weiß gar nicht, wer von Ihnen Wanzen und Flöhe und Läuse kennt, aber das Ungeziefer hat uns extrem sekiert. Es ist auf einem herumgekrochen. Meine Mutter hat immer geschaut, dass wir uns waschen und dass wir rein sind. Hat geholfen. Aber nicht gegen das Ungeziefer. Man hat das dann so ausgebeutelt und da sind die Viecher herausgefallen. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich erzähle Ihnen noch kurz, was wir zu essen gekriegt haben. Wir haben gehabt alle 3 Tage 3/4 Kilo Brot, 6 Decker Margarine, eine kleine Tüte Zucker und manchmal etwas, das hat Zubussen geheißen, so eine ganz kleine Konserve mit irgendeinem Brotaufstrich. Und in der Früh haben wir gekriegt einen Schöpfer heiße Brühe, der Kaffee geheißen hat. Zum Mittag und am Abend je einen großen Schöpfer mit Graupen oder Gersteln oder so eingemachte Erdäpfeln, und gelegentlich waren ein paar Fleischfasern drinnen. Es war absolut zu wenig. Und es ist immer weniger geworden. Und man hat nur mehr gekriegt, wenn man gearbeitet hat.
Nicht, meine Mutter hat dann versucht zu arbeiten, meine Schwester war in einem Kinderheim und ich war dann in einem Jugendheim. Und ich habe Verschiedenes versucht, aber ich war erst 14 Jahre alt, nicht? Habe ich in einem Sägewerk gearbeitet, aber das war zu schwer. Die schweren Bretter und die schlechte Luft. Also ich habe Verschiedenes versucht. Immer hat man, war das, was kriegt man zu essen? Na, dann habe ich in der Landwirtschaft gearbeitet. Das war sehr viel besser. Denn da hat man doch immer irgendwie was, was ich eine Zwiebel aus der Erde gezogen oder irgendwas ist immer gewachsen. Wobei ich Futterrüben und Zuckerrüben sind entsetzlich schlecht. Rohe Erdäpfel machen gar nichts. Mit der Schale ein bisschen abputzen, ist gesund mit Vitaminen, nicht? Und so sind immer wieder Transporte durch Theresienstadt durchgegangen. Und dann eines Tages, im Herbst 1944, ist es mir an den Kragen gegangen und da war ich in so einem Transport. Nachdem wir aber nicht gewusst haben, wo es hingeht, habe ich mir gedacht, na, warum nicht? Alle meine Freundinnen fahren, fahre ich auch. Und da, war, da haben sie dieses Jugendheim ausgeräumt und waren lauter viele Jugendliche, aber auch Familien, immer 2000 Leute. Man hat eine Transportnummer gehabt. Ich habe eine hohe Transportnummer gehabt und war dann sehr müde. Da war so eine Kaserne, in der man sich gesammelt hat. Und bin ich in ein leeres Zimmer gegangen und wie ich aufgewacht bin, war der Transport weg. Das zweite Mal hat sich meine Mutter dazu gemeldet, die aber geschützt war. Und da haben sie ihre Meldung nicht angenommen. Und da hat sie gesagt, ich bitte, ich mache das nicht. Da ist was nicht in Ordnung. Wenn sie mich nicht annehmen, fahre nicht mit. Habe ich wieder eine hohe Transportnummer gehabt und dann habe ich es absichtlich gemacht, bin ich wieder nicht mitgefahren und habe mich gemeldet, ich bin nicht mitgekommen, also fast nächste Woche. Und dann ist sie zum Leiter von der Landwirtschaft gegangen und der hat sehr wohl gewusst, wo es hingeht. Und war schon sehr verdrossen, weil es war gerade Erdäpfelernte und er hat keine Arbeiter gehabt. Und so bin ich nicht nach Auschwitz gefahren. Aber ich war ahnungslos. Die Frage ist nur, wenn man gewusst hat, wo es hingeht, wer wäre gefahren. Nicht? Und sie haben uns gesagt, jetzt fahrt ihr in ein Arbeitslager. Dort müsst ihr schwer arbeiten, aber ihr kriegt es mehr zu essen. Um das alles physisch, aber vor allem auch psychisch durchzuhalten, ist man da eher eine Einzelkämpferin oder versucht man da schon, sich in Gruppen zusammenzuschließen und gemeinsam das zu überleben? Nein, nein. Wir haben in diesem Jugendheim Erzieher gehabt. Und zwar waren das deutschsprachige Tschechen und die waren sehr auf Israel, Zionisten und die haben uns sehr zusammengehalten. Und echt sozialisiert. Die kann man gar nicht hoch genug einschätzen, weil wir haben dann eingesehen, wir haben nur eine Chance, wenn wir zusammenhalten. Also wir haben ja gestohlen wie die Raben, was möglich war, aber nie voneinander und nie von anderen Juden. Es hat sich immer was gefunden, wo man was grapschen hat können, nur essen. Ich nehme an, niemand von ihnen hat wirklich einen richtigen Hunger gehabt, dass man so die Sternen gesehen hat und der Magen gekracht hat und man kann an nichts anderes denken. Also jetzt möchte ich gerne ein Stück Brot haben, aber wenn ich mein Brot esse, habe ich dann morgen keins. Das ist schon hart. Haben Sie damals verstanden, dass die Leute, die Außenstehende, das mitbekommen haben, absolut gar nichts getan haben? Wissen Sie, ich glaube, ich habe damals nicht viel gedacht. Ich habe gedacht, was habe ich heute zu essen, was habe ich morgen zu essen. Ich habe die Frostbeulen, es ist so kalt, ich habe nichts anzuziehen. Die Arbeit ist zu schwer und dann am Abend fällt man ins Bett und schläft nicht. Wenn man 15 Jahre alt ist und 10, 12 Stunden schwer gearbeitet hat mit Krampen,
Ein Überlebenskampf einfach, ein täglicher. Ja, der tägliche Überlebenskampf. Aber was ich sicher nicht gehabt habe, war eine normale Pubertät. Nicht, also das habe ich nicht gehabt. Und meine arme kleine Schwester, die hat keine Kindheit gehabt, die war in keiner Volksschule. Ne? Also. Machen wir jetzt vielleicht einen Sprung zum Tag, wo alles vorbei war, der Tag der Befreiung. Wie war das für Sie? Herrlich, herrlich. Wir sind immer herausgeführt worden aus Theresienstadt. Und rund um Theresienstadt war eben die Landwirtschaft und da waren wir auf einem Feld mit Glas, das werde ich nie vergessen, mit so großen Glaskästen, das war am 8. Mai 1945, da sind Gurken und Kürbisse gewachsen und plötzlich schauen wir uns um und da sehen wir rundum, das war so in einer Mulde drin und rund um die Mulde waren plötzlich solche Erdhügel, die am Tag vorher nicht da waren und wir schauen so und plötzlich kommt eine Gewehrspitze heraus und dann eine Mütze mit einem Kopf und auf der Mütze war ein Sowjetstern. Die haben uns erst misstrauisch angeschaut, aber wir haben ja den Judenstern gehabt, Sowjetstern. Große Verbrüderung, der Hunger war zu Ende, die haben uns gefüttert. Nee. Und dann, wie darf man sich das vorstellen? Also Sie kamen dann aus diesem Lager heraus. Wie hat dann das normale Leben wieder begonnen? Das war noch ein langer Sprung. Man muss daran denken, dass die Deutschen nicht so leicht aufgegeben haben. Und es waren noch sehr viele halbtote Juden in den anderen Konzentrationslagern, die keine direkten Vernichtungslager waren. Auschwitz ist ja schon im Jänner befreit worden. Und was haben sie mit denen gemacht? Sie haben sie in Züge gesetzt, mit Filzläusen infiziert, die Infektivus übertragen. Ich glaube, ihr wisst das alles nicht, dass es das gibt. Und nach Theresienstadt geschickt und wir waren damals schon sehr wenige, ca. 10.000 Leute in Theresienstadt. Am höchsten Stand waren es 50.000 Leute. Und sie sind zuhauf dort gestorben. Aber sie haben doch einige überlebt und sie waren in einer Isolation. Und die Russen haben dann ein großes Lazarett gebaut und haben wirklich diese Leute zum Teil, weil die irgendwie noch lebensfähig waren, so gepflegt, dass sie überlebt haben, weiß ich, vielleicht 20% oder 30% von ihnen überlebt. Tag und Nacht ist das Krematorium gegangen. Und so waren wir bis zum Sommer, waren wir dort und konnten nicht nach Hause fahren. Inzwischen ist Auschwitz befreit worden, er ist ja schon im Jänner 1945 befreit worden. Und mein Vater hat so ein Glück gehabt, er war unter den letzten 5.000 schon zum Erschießen aufgestellt. Da sind die Russen gekommen. Aber dann hat er auch Flecktyphus gehabt und hat eine Erinnerungslücke von 5-6 Wochen gehabt, der nicht wusste, wo er war. Aber wir haben das dann anhand von den Dokumenten gesehen. Sie haben ihn auch aufgepäppelt. Und er ist dann Ende April nach Wien gekommen und hat über das Rote Kreuz erfahren, dass wir leben. Und das hat ihm einen großen Auftrieb gegeben. Der Großvater ist inzwischen hier verhungert. Also es war schon einiges da in meinem Leben. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen, dass man dann einfach eigentlich wieder ein völlig neues Leben beginnt? Also man geht wieder zurück in die Gesellschaft, die einen all das angetan hat über die letzten 10 Jahre. Wie kriegt man auch wieder Vertrauen? Okay, so etwas passiert jetzt nicht mehr. Man ist voller Hass und voller Wut, speziell wenn man 16 ist. Voller Hass, voller Wut. Plötzlich ist man wieder gleichberechtigt, ist man ein Mensch, nicht? Und man versucht in die Schule zu gehen. Das war katastrophal, nicht? Sie wollten mich in die dritte Klasse schicken, nicht mit 16. Und dann war da aber doch die Direktorin vernünftig, da war noch meine Freundin, die in Wien geblieben ist, und da waren wir dann in der 6. Klasse.
und in der 7. Klasse. Und dann graduell, über vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr, ist der Zorn immer weniger intensiv geworden. Und man hat gesehen, die anderen sind ja auch erst 16. Was die haben ja auch, die waren verhetzt. Aber gut ist ihnen nicht gegangen. Es war in Wien dann ein extremer Hunger. Wien war komplett ausgebombt. Wir haben zusammen mit einem Nazi gewohnt in einer Wohnung, die er von Juden gehabt hat. Aber wir haben wieder in einem Bett geschlafen, ohne Wanzen. Es hat warmes Wasser gegeben. Wir haben viel zu essen gehabt, denn aus Amerika sind sehr viele Pakete an uns gekommen. Wir haben was anzuziehen gehabt. Wir haben kein Geld gehabt. Wir haben nichts, keinen Besitz gehabt. Aber wir waren frei. Aber darf man sich das wirklich so vorstellen, dass all der Judenhass von einem auf den anderen Tag aufgehört hat? Also auch in der Schule? Aber wo? Aber wo? Das glauben Sie doch nicht. Nein, 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 der hat nicht aufgehört. Aber es war so eine schlechte Zeit auch für die anderen. Es war keine Willkommenskultur in Österreich. Sie haben uns so gern gehabt wie die Flüchtlinge. Aber sie waren ja angewiesen auf die Alliierten, nicht? Also es war offiziell kein Hass, aber man wird nicht ein Nazi und ist dann am nächsten Tag ein Nicht-Nazi. Aber es ist schon so, dass ja viele von den gewöhnlichen Leuten auch nicht gewusst hat, was vorgeht, nicht? Und ich glaube, Stalingrad und die großen Schlachten waren für die anderen auch nicht so. Und graduell ist dann mein Hass abgeflaut, nicht? Bevor wir jetzt die Fragerunden mit dem Publikum öffnen, würde ich gerne noch einen Sprung machen, weil mich hat ein Zitat in der Vorbereitung ziemlich bewegt, als Sie die Frau Jascha begrüßt haben mit: Behandelt man euch gut? Wir wissen alle, Antisemitismus, Islamophobie, Rechtspopulismus erlebt eine unglaubliche Konjunktur aktuell. Wie empfinden Sie eigentlich diese Stimmung? Also ich empfinde diese Stimmung grauenhaft, denn es ist der Antisemitismus nicht anders als der Anti-Islamismus. Ich meine, dass man Leute wegen ihrer Religion, wegen ihrer Hautfarbe, wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer Ethnie, ohne den Einzelnen zu kennen, es unter Menschen darstellt, das ist ja doch grauenhaft, nicht? Und deswegen tue ich mir das ja auch an und gehe in die Schulen und sage: Kinder, lasst euch nicht verhetzen. Hier, glaube ich, bei diesem Publikum brauche ich das nicht zu sagen, sondern da ist eher vielleicht so, dass der ein oder andere Israel mit dem Judentum verwechselt, nicht? Oder das gleichsetzt. Wobei Israel auch nicht Israel Netanyahu ist, sondern Israel Israel, nicht? Also das kann man nicht, man kann nicht alles in einen Topf werfen, ohne es vorher studiert zu haben. Aber was glauben Sie, ist notwendig, dass, also wir sehen, wie gesagt, diese Ähnlichkeiten, dass das wiederkommt, wieder dieser Hass gegen eine konkrete Gruppe. Was glauben Sie, ist vor allem für junge Menschen wichtig, da zu tun, um das irgendwie aufhalten zu können? Also ich glaube, jeder muss bei sich anfangen, nicht? Und seinen eigenen Kodex entwickeln, das tue ich und das tue ich nicht. Und der ist ein Mensch, ich schaue ihn an, egal was er für eine Hautfarbe hat, egal was er für eine Religion hat und das auch zeigt oder nicht, einmal behandle ich ihn mit Respekt. Gefällt er mir, verkehre ich mit ihm, gefällt er mir nicht, lasse ich ihn leben, nicht? Lade ich ihn nicht ein und behandle ihn aber weiter wie einen Menschen, nicht? Und verlang nicht wie einen Untermenschen, nicht? Das glaube ich, ist immer das, was ich versuche, den Kindern, wenn ich in die Schulen gehe, mitzugeben. Ne? Wunderbar. Vielen, vielen Dank für diese erste Gesprächsrunde. Und ich würde jetzt gerne
die Fragen aus dem Publikum entgegennehmen. Ich würde gerne wissen, wie Sie damit umgegangen sind, nach dem Krieg, mit diesen Traumata, mit den Sachen, die Sie täglich begleitet haben. Ich meine, das hat ja auch nicht schlafen lassen. Haben Sie sich da irgendwie Hilfe geholt oder haben Sie da selber Mechanismen gefunden, wie Sie dagegen setzen können? Ja, also ich meine, ich habe das nicht bewusst gemacht, aber es hat sich so ergeben. Ich habe nicht wie manche von den Betroffenen, die so in einer Situation oder in noch einer ärgern waren, versucht zu vergessen. Und ich habe versucht, mich damit zu konfrontieren, es zu verarbeiten und meine Schlüsse daraus zu ziehen. Ich weiß, was Mobbing ist, wissen Sie? Ich bin da in meinem Leben deswegen genug gemobbt worden. Ich habe in Spitälern gearbeitet, als einzige Frau verheiratet und noch dazu Jüdin. Also das war nicht leicht. Ich habe nie über die Vergangenheit gesprochen, aber war immer dafür gesorgt, dass jeder weiß, wo ich herkomme. Aber ich glaube, dass man solche Sachen mit sich ausmachen muss. Und natürlich über die vielen Jahrzehnte, die ich ja da schon daran arbeite und dann auch noch vieles erlebt habe, privat, heiraten, Kinder etc., arbeiten, ist das so eine automatische Verarbeitung. Und ich habe immer geschaut, dass ich niemanden diskriminiere. Nicht? Das, außer vielleicht ab und zu. Zum Beispiel habe ich einmal einem Kollegen einen Befund ins Dienstzimmer gebracht. Das war dringend und ich habe ihn eigentlich sehr geschätzt. Er war als Arzt gut. Und was sehe ich da? Ein Bild von ihm in einer SS-Uniform. Gleiches meine, ja, irgendwie nicht. Oder wenn ich einen Patienten gesehen habe, der unterm Arm seine Blutgruppe hat. Ich habe ihn immer nach den Regeln der Kunst behandelt. Aber ich habe ihn nie erlaubt, in meine Privatordination zu gehen, solange ich im Spital war. Nicht? Aber jeder muss für sich solche Regeln haben. Erstmal danke für Ihre Worte. Meine Frage würde lauten, ob Sie denken, dass die Menschen den Nationalsozialismus gut aufgearbeitet haben? Nein, bitte. Manche. Und dann wissen Sie, dass die echten Nazis waren ja die Generation von meinem Großvater, also schon sehr droh. Aber wenn Sie jetzt die Reden von manchen Politikern hören und sich mit Geschichte befassen und zum Beispiel die Goebbels-Reden gelesen haben und was der Goebbels war der Propagandaminister von Hitler, ein begnadeter Redner, nicht? Und ein Schwerverbrecher. Dann klingt manches ins Ohr, ganze Redensarten. Nicht? Zum Beispiel neulich im Parlament sagt er, wollen Sie das absolute Rauchverbot? Ihr werdet das nicht wissen, aber die berühmte Goebbels-Rede war, wollt ihr den absoluten Krieg? Und das war schon, es war natürlich einer von der FPÖ. Das jagt einem schon ein gewisses Grauen ein. In der Schule habe ich selber gelernt, dass es so Nächte gab, wo man einfach verwüsten durfte, kaputt machen durfte, sogar Menschen töten durfte. Haben Sie solche Nächte erlebt? Naja, in Wien nicht. Außer einmal ist eine Frau vorbeigegangen und hat meine Haare geschmiert und hat gesagt, du Judensau, wie ich den Stern getragen habe. Aber diese Übergriffe, die waren vorwiegend im zweiten Bezirk. Und ich war ja noch ein Kind. Meine Mutter hat mich sehr beschützt und ja geschaut. Das, ne? Aber es hat sie gegeben, das ist keine Frage. Die Tempel haben gebrannt und noch eine Frage in der ersten Reihe. Ich bin Emir aus Wien. Meine Frage wäre nach dieser schrecklichen Zeit, also vor dem Krieg und nach dem Krieg,
war es möglich, Freundschaften zu knüpfen bzw. alte Freundschaften zu pflegen und weiterzumachen? Ja, ja, es ist ja nie schwarz und weiß. Und bitte, es gibt natürlich Sachen, die sind unentschuldbar. Weiß ich, ein Baby aus dem Fenster zu hauen, ist unentschuldbar. Auf Leute, nackte Leute zu schießen, die dann in eine Kalkgrube fallen, ist unentschuldbar. Aber mitzulaufen und sich von falschen Dingen in Versuchung führen zu lassen, dabei aber trotzdem immer, sagen wir, einen inneren Halt zu haben, wie das manche, die sehr christlich waren, gehabt haben, das ist entschuldbar. Oder auch einzusehen, was falsch war. Ich war in einem Matura-Kurs und da waren sehr viele Soldaten, die spät maturiert haben, mit schweren Kriegsverletzungen. Die waren ja auch sehr stark geschädigt, nicht? Und deswegen bin ich auch so eine Kriegsgegnerin. Es gibt keinen Ismus oder was, dass man sich denkt, jetzt schicke ich meinen Sohn in den Krieg oder er geht in den Krieg und dann verliert er die Tötungshemmung. Wissen Sie, das ist was Furchtbares. Ein normaler Mann hat eine Tötungshemmung, nicht unbedingt gegenüber einem anderen Mann, aber gegenüber einer Frau oder einem Kind, nicht? Das, nicht? Und das ist schrecklich. Und dann kommt er mit einem Bein zurück und ist ein Krüppel. Also, ja, nicht? Also das muss man immer berücksichtigen. Meine Frage lautet, wie haben Sie eigentlich den Weg nach dem Krieg wieder in die Bildung gefunden? Wissen Sie, wenn man so traumatisiert ist und das Gefühl hat, man wird wie ein Untermensch behandelt, dann kann man entweder verzweifeln oder sich wehren. Ich habe zu denen gehört, die sich gewehrt haben und die gesagt haben, so, jetzt werde ich es ihnen zeigen. Und ich habe es ihnen gezeigt. Ich, vielleicht in einem sinnlosen Ehrgeiz habe ich müssen maturieren, studieren, früh fertig werden, um ihnen zu zeigen, ich bin kein Untermensch. Nicht? Es ist ja sinnlos gewesen, nicht? Ich hätte das ein Jahr später auch machen können. Aber das ist so ein Drang. Und auch vor allem sich selbst zu zeigen, man ist kein Untermensch. Nicht? Das ist eine Form, das zu verarbeiten. Andere waren stärker traumatisiert und haben versucht, das zu verdrängen und sind zu Psychoanalytikern gegangen. Also, ich habe versucht, das zu konfrontieren. Und ich habe meine Kinder nicht geschont. Ich habe ihnen immer alles erzählt. Sie müssen wissen, wie die Welt ist. Es hat sich bewährt. Welche Person fällt Ihnen als erstes ein, die in ihrem Umfeld war, nicht betroffen war, aber sich solidarisch gezeigt hat? Die Frau von meinem Großvater war eigentlich eine sehr anständige Frau. Die war ja nicht mit uns verwandt. Meine echte Großmutter war gestorben und das war seine zweite Frau. Und die hat ihn auch noch getreten, dass er uns helfen will, obwohl sie die Mutter von einem SA-Mann und die Schwester von einem SA-Mann war. Das ist ja für jemanden, der kein gelernter Österreicher ist, nicht so leicht zu verstehen, wie die Leute verwandt sind miteinander, nicht? Wir haben ja auch ganz wilde Nazis in der Familie gehabt, in der Großfamilie, nicht? Und das ist sehr schwer, das zu sagen, wie das sein kann. Nicht? Familie ist Familie. Nicht?
Hallo, mein Name ist Sarah. Und zwar habe ich es total interessant gefunden, wie Sie geschildert haben, wie unterschiedlich die Italiener mit den Juden umgegangen sind, im Gegensatz zu den Deutschen und Österreichern. Und mich würde interessieren, ob Sie da irgendwelche Vermutungen haben, woran das liegt, ob das wirklich einfach so diese deutsch-österreichische Mentalität ist oder... Vielleicht waren sie weniger verhetzt und vielleicht liegt das auch in der italienischen Familienstruktur, nicht? Die Italiener sind ja ein Volk mit einer sehr starken Mama, nicht? Und ich glaube, das liegt in der Familienstruktur, wenn ich mir das so überlege, nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, in Österreich und in Deutschland war das anders. Da waren die Weiber auch so schrecklich verhetzt. Ne? Ich heiße Sabir. Zuerst wollte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und bereit dazu gewesen sind, heute mit uns Ihre Geschichte zu teilen. Und meine Frage wäre, Sie haben ja erzählt, mit dem Anschluss von Österreich an das nationalsozialistische Deutschland kam oder haben Sie halt den Stimmungswechsel bemerkt bei der Bevölkerung. Und damit verbunden, was denken Sie über die Entwicklung halt in Österreich mit dem aufkommenden Rechtsdrall? Also ich sage mir, es ist insofern ein Unterschied, als jetzt keine Not ist. Dass man also jetzt nicht unbedingt die Leute, die sehr arm sind, in eine Arbeit versprechen muss. Aber es ist insofern dasselbe, als es immer sehr leicht ist, die Menschen zu verhetzen. Sie verhetzen ja jetzt gar nicht die Juden, sondern sie verhetzen die Flüchtlinge und sagen, Österreich ist kein islamischer Staat und lauter solche Blödheiten. Der Islam war immer in Österreich eine anerkannte Religion und ob es ein paar mehr oder ein paar weniger sind, ist ja Religion eine Privatsache, nicht? Meine Frage ist auch bezüglich Freundschaften und zwar nach Ihrer Befreiung hatten Sie Freunde, die vielleicht Ex-Nazis waren? Kaum. Kaum eigentlich, nein. Aber wenn sie wirklich Ex waren, hätte ich sie vielleicht akzeptiert. Aber nein, ich war dann bei den jüdischen Hochschülern und wir haben zwar christliche Freunde gehabt, aber keine Ex-Nazis. Nein. Ich habe eine Frage, weil ich mich frage, Sie haben so viel Schreckliches erlebt in Österreich. Sie haben einen großen Teil Ihrer Familie verloren. Wie schafft man es nach so einem Erlebnis eigentlich, wieder einen positiven Bezug zu diesem Land herzustellen oder dieses Land zu lieben? Das ist ja alles immer mit, also gerade von Kind auf mit so viel, von Kindheit mit so viel Traumata verbunden. Wie schafft man das? Na, wissen Sie, man muss differenzieren natürlich. Zum Beispiel die amerikanischen Juden kommen nicht nach Österreich, weil sie die Verwandten umgebracht haben. Das ist auch eine dumme Art, nicht? Wenn ich mit jemandem im Spital arbeite, der hat meine Tante nicht umgebracht, nicht? Selbst wenn es sein Onkel war, der war es nicht. Ich glaube an das Individuum, nicht? An die Schuld des Einzelnen und nicht an eine Generalschuld. Denn verallgemeinern ist immer schlecht, nicht? In dem Moment, wo sie eine Gruppe als Gruppe bezeichnen, die Nazis sind nicht die Nazis. Verbrecher sind Verbrecher und über die redet man nicht, aber ich rede über die Durchschnittsbevölkerung. Man muss jeden Einzelnen anhören, ob er Schuld hat. Nicht? Denn jemand, der im Jahr 38 zwei Jahre alt gewesen ist, na was kann der schon angestellt haben, selbst wenn er 5 Jahre alt war, nicht? War er vielleicht verhetzt oder später verhetzt oder hat er nicht bemerkt, dass sein Großpapa ein SS-Mann war? Aber er selbst hat ja keine Schuld. Was ich immer predige, ist, das Individuum als Individuum anzuschauen. Egal Herkunft, Religion, Hautfarbe oder Herkunft, Hautfarbe, Religion. Nicht, das ist ja
das versuche ich zu verbreiten. Ist nicht leicht. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir dürfen gerne eine Runde Applaus schenken. Es war mir eine Freude, mit Ihnen zu sprechen. Und dass ich unter den Moslems Leute finde, die einfach offen sind und für den Dialog. Auf Wiedersehen und alles Gute Ihnen.